Ja. Okay, da oben wurde gerade wieder Mauer gebaut. Sehr gut. Eigentlich, solange keine fliegenden Viecher kommen, ist es nicht so schlimm. Was sagt eigentlich meine Trainingshalle? Beziehungsweise meine X-Pose? Die sind beim Trinken. Die haben wahrscheinlich gerade Schedule. Die haben wahrscheinlich gerade Pause. Granit. Train-Minimum 10. Train-Minimum 10. Train-Minimum. Train 10 Minimum. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Aber ich denke mal, wir haben jetzt einfach. Wir haben den 15. Galena. Haben Sie im Galena? Ja, haben Sie No Schedule Order. Also, Sie sind im Urlaub sozusagen. Mauer wird immer weiter gebaut. Sehr gut. An die Mauerecken müssten sie hoffentlich auch rankommen. Also muss ich da wirklich von außen eine Rampe hinbauen, dass sie von außen hinkommen und die Rampe wieder einreißen, weil die Mauer einreißen will ich definitiv nicht. Naja, ich hätte wirklich zuerst die Mauer fertig bauen lassen sollen, bevor ich hier mit dem Floor anfange. Ah, sehr gut, er hat das Eckstück schon mal platziert. Wie sieht es beim Stonesmoven aus? Da sind sie auch schon voll dabei. Und eine Menschenkarawane ist eingetroffen. Das bedeutet, ich brauche meinen Händler und ich brauche Goods. Crafts. Finished Goods, Finished Goods, Finished Goods. Ja. Another door. An idea. Let's Und get the dogs out and assign it to him in case he goes mad. ja, wir haben jemanden, der wieder durchgedreht ist und ein Artefakt. I claim this workshop in the name of invention. Ja. Mach das mal. Mit was kommt die Karawane? Gucken wir mal kurz. Others. Oh, die haben ziemlich viel. Pferde, Human Merchant, Raben, Kestrel. Okay. Warum muss ich bei der Kestrel jetzt gerade an Dings denken, an Faster Than Light? Okay. Warten wir mal ab, dass die Händler kommen. Nebenbei, ich will mal kurz meinen Depot Access sehen. Okay, Depot ist jetzt wieder zugänglich. War es ja eine Zeit lang nicht. Und das eine Wasser da verdunstet nicht, was auf der Rampe ist. Auch gut zu wissen. Ja. Da kommen die Menschen zum Handeln. Da schleppt einer Steine rum. Needs Masonry. Wo habe ich eigentlich F2? Ach, F2 habe ich auf den Eingang gelegt. So, hier wird alles gesmooft. Was sagt mein Manager? Der sagt, es ist noch ziemlich viel in Arbeit. Die brauchen noch ein bisschen, bis sie handelsbereit sind. Die Mauer da oben ist fast fertig. Die Mauer da unten macht mir ein bisschen Sorgen. Und wir haben keine Pigtail Seeds. Was sagen denn allgemein unsere Seeds? Wow, wir haben verdammt viel Zeug, was wir verkochen können.
Prickleberry Seeds, die habe ich ja zum Kochen eingestellt. Quarry Bush Leaves. Wein Ale Rum. Das habe ich rausgenommen, ja. Und einen Haufen Lama-Zeug und so weiter. Also. Okay, du bist noch mit dem Fettrendern beschäftigt. Was sagen denn die Animals? Ist noch was, was gebatschert werden muss? Nö. Und die Liste ist etwas übersichtlicher geworden. Gut. Irgendwann müssen wir ein paar Stockwerke tiefer einen neuen Bone Stockpile einrichten. Okay, und du hast nicht alles, was du willst. I must have card games, I must have bones, I must have logs, rock blocks, tent heights, silk cloth. Okay, ob und ein Dieb. Könnt ihr jetzt traden? Nein, wir brauchen nämlich dringend Seide. Ach so, die kommen mit dicken Karren noch, sehe ich gerade. Was ist da? Ach so, da haben sie einen Kobolddieb abgemurkst. So, und der kommt ganz, wie es sich gehört, auf den Refuse Stockpile geschmissen. So, und der nächste Karren. Gott, sind die langsam. Gut. Das wird sicherlich eine interessante Konstruktion. Was brauchst du noch? Mal gucken. Bones, Logs. Rockblocks, Tent Heights, Silk Cloth haben wir keins, Cut Gems haben wir auch keine, Bones, Logs, Rockblocks, Tent Heights, Silk Cloth und Gems. Ob die sowas dabei haben, ist die Frage. Auf jeden Fall haben sie schon mal Ambosse dabei. Oh, und Gem habe ich auch gesehen, also werden wir wahrscheinlich Gems. Oh, und das Militär ist aktiv. Werden wir Gems kaufen müssen, also Cut Gems, nicht War Gems. Und wir werden... Du bist im Strange Boot, Construct Statue, Construct Blocks. Haben wir noch nicht noch einen Mason gehabt? Trade at Depot, Howler Mason, Detail Floor. Okay, also wir kommen wirklich von der Seite nicht an die Endstücke ran. Building, Traps, Wall Floor, Stairs, Track, Ramp, so. Ramp aus Gabbro Block. Noch eine Rampe hier und noch eine Rampe hier. So, jetzt müssten diese Rampen nur gebaut werden von einem Mason. Die Karren kommen durch und dann müssten wir an die Mauerstücke auch noch dran kommen und sie dann wahrscheinlich auch von außen fortifizieren. Tolles Wort, ich weiß. Und überall liegen noch so viele Steine rum. Was sagt der Manager? Noch Rockblocks zu machen. Statues werden gemacht. Okay. Ah, die Chests sind bereits gemacht worden. Seid ihr jetzt soweit zum Handeln? Jawohl. Iron Bars. Kupfer und Eisenbarren nehmen wir mal. Slate Blocks, irgendwelches Glas, City Clay,
Holz nehmen wir auch mal von ihnen ein bisschen. Man kann nie genug Holz haben. So können wir uns nämlich... Brauchen wir nicht immer den General rausschicken, wenn wir Holz brauchen, nämlich. So, Chestnut, Pine, nein. Holz wollen wir jetzt mehr Geiz mehr. Nein. Käfige könnten wir nehmen. Ja, nehmen wir mal die Käfige. Die leeren da. Oaken Barrel. Barrels nehmen wir auch gerne mal ein paar. Buckets brauchen wir nicht. Iron Pick. Jagdleder. Foxleder. Wolfbreed. Dieback. Longleaf. Cloth, genau. Wolfbreed. Fiber Cloth. Wir brauchen Silk. Wolfbreed. Leather. Noch mehr Wolfbreed. Sheep Wool. Okay, die Sheep Wool nehmen wir mal mit. Leather Bin. Sheep Wool brauchen wir jetzt nicht. Cloth. Leder, Cloth. Wolfbreed. Noch mehr Leder. Wir brauchen Silk. Wir brauchen irgendwas aus Silk. Leder, 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 Leder. Leder haben wir jetzt genug von unseren Hunden. Wolle, Wolfbreed, noch mehr Wolfbreed, Cloth, Walrusleder, Leatherbin, Leder, 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 Lama-Wolle, Lama, Leder, Shark, noch mehr Leder, Wolle, Leder. Sag mal, habt ihr keine Silk dabei? Wolle, Leder, 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 noch mehr Leder, Wolle, Wolfbreed, Wolle. Das sieht nicht so aus, als ob sie Silk dabei hätten. Bolzen. Nein. Ein Eisenarmboss, den nehmen wir gleich mal zwei. Und Fleisch. Nehmen wir auch mal ein bisschen was mit. Red Wheat Fisher Berries. Valley Herbs. Garn brauchen wir nicht. Backpacks können wir selber machen. Wir haben ja genug Leder. Cheese, Cheese, Cheese. Blinds, Crutches. Und dann sind wir wieder am Anfang. So, dann werfen wir mal unsere Sachen in den Handel. Wir brauchen so um die 2000 oder besser 1900 an Finished Goods, also an Crafts. Und ich habe es noch nicht erklärt, die grauen Sachen sind nicht von uns selber hergestellt worden. So, das müsste reichen. Trade. Gut. Dann machen wir mal das hier wieder weg und schicken den Händler, unseren Händler weg. Tja, und unser Carpenter da unten, der sieht nicht gerade gut gelaunt aus. Schade um ihn. So, Masons, was macht ihr? Detail Wall, Detail Wall. Wo macht ihr das denn? Ach so, ja, tut die Wände smoothen. Und der andere, der letzte. Trinkt. Auch gut. Ja. Meine Uhr sagt, dass die Aufnahmesession mal wieder zu Ende ist.
Und wir haben zwar ein bisschen was geschafft in dieser Folge, aber immer noch nicht viel. Unter anderem haben wir noch nicht mal den Refuse-Stockpile nach innen verlegt. Das war nämlich auch noch so eine Sache, die wir machen wollten. Hier so in dem Fleck. Oder am besten noch weiter oben. Ja, das gucken wir dann in der nächsten Folge oder bei der nächsten Aufnahmesession, besser gesagt. Also, bis dann, meine lieben Zwergenfreunde. Hi ho!